Wechseln auch Sie zur ErzNet AG, dem regionalen Internet- und Telefonieanbieter. Bereits 17 Städte und Gemeinden profitieren von den günstigen Verbindungspreisen und dem Internetanschluss mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Und der Ausbau des Netzes wird weiter vorangetrieben. Bei uns haben Sie persönliche Ansprechpartner und keine teure Hotline. Wir bieten Ihnen den Installations- und Anschlussservice, kostenlose Rufnummernmitnahme Ihrer bisherigen Festnetznummer. Einfacher Tarifwechsel über unsere Mitarbeiter oder im Internet. Dadurch können Sie den Tarif flexibel an Ihre Nutzung anpassen. Und selbstverständlich erhalten Sie 5 kostenlose E-Mail-Adressen. Für einen 100-Megabit-Anschluss inklusive Telefonie-Flat zahlen Sie derzeit woanders mehr als 15 Euro? Dann lohnt ein Wechsel zur ErzNet AG. Einfach im Internet unter www.erznet.tv. Ja, hallo und Glück auf, herzlich willkommen zu MEF Kompakt, dem Sendeformat im Mittelerzgebirgsfernsehen mit den Ausflugstipps und Veranstaltungshinweisen für die kommende Woche in unserem Sendegebiet. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und sich die Zeit genommen haben. Ja, und die Weihnachtszeit, die naht mit großen Schritten. Und auch wir bereiten uns schon fleißig darauf vor, denn es wird auch in diesem Jahr unsere Serie MEF Kinderguschen geben. Hier erklären die Kids aus verschiedenen Einrichtungen im Sendegebiet erzgebirgische Begriffe und Sie, liebe Zuschauer, Sie müssen bzw. können diese wochentäglich im Regional ab dem 1. Dezember erraten. Ja, liebe Zuschauer, es gilt, alle 15 Begriffe aufzuschreiben und ab dem 21. Dezember abends ab 19 Uhr bis zum 22. Dezember 12 Uhr an uns zu senden. Mit viel Glück gewinnen Sie tolle Preise und nähere Informationen, die gibt es dann ab 1. Dezember in unserer Nachrichtensendung. Ja, bei diesem Wetterchen da draußen, liebe Zuschauer, hat man entweder die Möglichkeit, gemütlich im Warmen zu sitzen oder für alle, die eben keine Stubenhocker sind, bieten sich dann doch die Indoor-Aktivitäten an. Wie zum Beispiel ein Besuch im Museum Sächsisch-Böhmisches Erzgebirge, sprich dem Bergmagazin in Marienberg. Denn hier können Sie die Sonderausstellung Modelleisenbahn besuchen und zwar vom 18. bis einschließlich 26. November, immer samstags und sonntags und am Mittwoch, den 22. November und das in den genannten Zeiträumen bis 17 Uhr. Am 22. November ist ja Feiertag, der Buß- und Bettag. Und da kann man doch am Vorabend mal ein wenig länger wach bleiben und sich am Dienstagabend um 20 Uhr in der Baldorfhülle einfinden. Hier gibt es Blues vom Feinsten mit Jürgen Kehrt und Band auf die Ohren. Kehrt ist der Kultblueser aus dem Osten und seit 45 Jahren steht der Gitarrist nun auf der Bühne. Sein Stil ist irgendwo zwischen Santana, Johnny Winter und Hendrix. Ja, deswegen relativiert Kehrt auch den gebrauchten Titel Ostdeutscher Blueskönig. Durch seine ca. 100 Kompositionen und Texte und dadurch, dass er sich ständig bei seinen Live-Auftritten musikalisch steigert, ist er mit zu einem der wichtigsten Musiker in diesen Landen geworden. Alle weiteren Informationen zum Konzert in der Baldorfhülle finden Sie auf der Homepage. Ein Hinweis zum alljährlichen Besuchermagnet für Modellbahnfreunde, liebe Zuschauer. Im ehemaligen Schützenhaus in Schopau auf der Wittstorfer Straße 15 können Sie am 26. November in der Zeit von 10 bis 18 Uhr die TT-Vereinsanlage, die H0-Gemeinschaftsanlage bestaunen. Ja, und insgesamt 10 Modellbahnanlagen auf 2 Etagen des Hauses lassen also die großen und kleinen Herzen höher schlagen. Und auch für das leibliche Wohl ist in origineller Weise gesorgt. Lassen Sie sich da mal überraschen. Liebe Zuschauer, die Gesamtkirchgemeinde Seifen lädt am Mittwoch, also dem Buß- und Bettag, den 22. November um 15 Uhr ganz herzlich zu einem Konzert in die Bergkirche Seifen ein. Der aus Schweden stammende Cellist Ludwig Frankmar und der Seifener Kantor Tobias Braun musizieren unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach. Ein Konzert für Barock, Cello und Orgel und natürlich Balsam für die Ohren.
Ein Konzert für Ohren und Augen findet am 25. November um 17 Uhr in der Kirche zu St. Marien statt. Hier werden zwei Künste miteinander verbunden. Nach Orgelmusik malt eine französische Künstlerin hinter Glas. Nähere Infos hierzu finden Sie in der MEF Bildschirmzeitung. Ja, und damit verabschiede ich mich auch schon wieder von Ihnen. Wenn Sie mehr von uns sehen möchten, dann schauen Sie doch mal auf unsere Homepage nach den Sendezeiten unserer einzelnen Sendeformate und schalten Sie fleißig rein. Beispielsweise in den MEF-Wochenrückblick mit Geschichten und Berichten aus unserer Region oder auch die tagesaktuellen Nachrichten in Megional. MEF Kompakt sehen Sie mehrfach täglich und zu den gewohnten Sendezeiten und natürlich jederzeit auf YouTube, Facebook und in unserer Mediathek auf www.mef-line.de. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer, machen Sie es gut und denken Sie immer daran, egal was Sie auch tun, wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Wechseln auch Sie zur Erznet AG, dem regionalen Internet- und Telefonieanbieter. Bereits 17 Städte und Gemeinden profitieren von den günstigen Verbindungspreisen und dem Internetanschluss mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Und der Ausbau des Netzes wird weiter vorangetrieben. Bei uns haben Sie persönliche Ansprechpartner und keine teure Hotline. Wir bieten Ihnen den Installations- und Anschlussservice, kostenlose Rufnummernmitnahme Ihrer bisherigen Festnetznummer. Einfacher Tarifwechsel über unsere Mitarbeiter oder im Internet. Dadurch können Sie den Tarif flexibel an Ihre Nutzung anpassen. Und selbstverständlich erhalten Sie 5 kostenlose E-Mail-Adressen. Für einen 100-Megabit-Anschluss inklusive Telefonie-Flat zahlen Sie derzeit woanders mehr als 15 Euro? Dann lohnt ein Wechsel zur Erznet AG. Einfach im Internet unter www.erznet.tv.